sie tut nur so, um sich damit interessant zu machen. Sie trägt sie zur Schau wie das teuerste und beste Parfum. Aber mich beeindruckt sie nicht. Du hast mich wohl nicht verstanden, Eden. Ich sagte nein. Geh mir jetzt aus dem Weg, bitte. Lilly, bitte beruhige dich. Ich bleibe nicht eine Minute länger in einer Wohnung mit einem Mann, der mit Gina ins Bett geht. Wenn du aufhörst, dich als Moralapostel aufzuspielen und einen Moment still bist, dann kann ich es dir erklären. Kannst du nicht. Ich bin die Letzte, der du das erklären kannst. Schon vergessen? Zunächst einmal, ich habe gestern nicht mit Gina geschlafen und das war gar nicht so einfach, glaub mir. Ich habe lediglich versucht, sie mit gespielter Leidenschaft zu umgarnen, um an das Band heranzukommen. Ja, für deine kleine Schwester Kelly. Aber ich muss feststellen, dass ich gegen sie absolut machtlos bin. So unglaublich es klingt, ich habe langsam den Eindruck, dass die ganze Stadt machtlos gegen Gina ist. Sie ist offenbar das Ungeheuer von Santa Barbara. Sie hat überhaupt keine Macht über euch. Das war ja immer meine Rede, aber dann wurde ich eines Besseren belehrt. Ja, ich hatte eine Idee. Die Lösung lag direkt vor meiner Nase und ich habe sie nicht gesehen. Es gibt nämlich jemanden, der unermessliche, ungebrochene Macht über Gina hat. Der sie emotional beherrscht. Und das bist du, Lilly. Verstehst du das? Hey, 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 warum gibst du nicht endlich Ruhe? Du hast ihnen doch schon die Ehe zerstört, Liebling. Lass sie schmoren. Wieso gehst du mir nicht aus dem Weg? Ich habe eine Hochzeit zu planen. Meine und CCs Hochzeit. Dein Job ist beendet, seitdem du die Dokumente hieb- und stichfest gemacht hast. Und seit du sie unterschrieben hast, bist du überflüssiger Ballast. Bitte sei ein guter Junge, der entweder dasteht und zusieht, was passiert, oder der brav nach Hause in seine Wohnung geht und die 11 Uhr Nachrichten Weißt du was? Ich glaube, ich mag es nicht, wie du mit mir sprichst. Ich werde der Rechtsberater der Capwells sein, Schätzchen. Richtig, stimmt, ja. Ich kaufe dir eine große rote Nase und einen Faschingshut als Arbeitsuniform. Au! Oh. Anscheinend begreifst du nicht, dass ich hier jetzt das Sagen habe, Keith. Jawohl, von jetzt an werden Sie mir gehorchen, Herr Rechtsanwalt. Verstanden? Sie sind wohl neu hier. Ich habe ein paar sehr wichtige Dinge mit Cici zu besprechen. Cici, seien wir doch ehrlich. Wenn wir dieses Band von Gina nicht rechtzeitig bekommen, dann musst du sie heiraten. Sophia. Wir hatten besprochen, dass wir jedes erdenkliche Opfer für Kelly... Absolutes Nein. Ich werde diese Frau nicht heiraten. Selbst wenn es dich nicht geben würde, würde das nicht in Frage kommen. Ich will dieses Band haben. Und ich werde es auch finden. Die nächsten Wochen werden wie eine Gnadenfrist für mich sein. Und ich werde keine Sekunde verschwenden. Wird dieses Plauderstündchen noch lange dauern? Was in aller Welt suchst du in meinem Schlafzimmer? Ich glaube, das konnte man bis runter zu den Stallungen hören, Cici. Er ist je zorniger geworden, seit ihr zusammen seid. Verlassen Sie unser Schlafzimmer. Oh, unser Schlafzimmer. Nun, genau darüber wollte ich mit euch reden. Ihre Wohnsituation, Sophia. Sie sollen packen und verschwinden, und zwar gleich. Es steht alles hier drin, schwarz auf weiß. Unsere Vereinbarungen sind klar und deutlich festgehalten, also tun Sie jetzt nicht so, als wüssten Sie nichts davon. Hallo. Oh. Ich würde ja guten Morgen sagen, aber das scheint ja für Sie nicht zu sein. Ich war gerade auf dem Weg zum Hafen. Ich wünsche ein Seebegräbnis. Oh, wieso bleiben Sie nicht hier und frühstücken vorher? Sie wollen doch wohl nicht mit leerem Magen sterben. Nein, nein. Kommen Sie erst mal eine Tasse Kaffee. Wo wollen Sie wirklich hin? Zu mir. Hören Sie, ich schulde Ihnen eine Erklärung für letzte Nacht. Es tut mir leid, dass ich hier umgefallen bin. Ich schätze, ich habe ein wenig zu viel getrunken. Mehr als nur ein wenig. Die Nacht davor ging es Ihnen noch schlechter. Die Nacht davor? Ja, wissen Sie, Sie kamen spät wieder und schliefen sehr lange. Dann sind Sie aufgestanden und weggegangen, aber Sie kamen im gleichen Zustand wieder zurück. Das hier ist also sozusagen der Morgen nach dem Morgen. Oh nein, ein ganzer Tag und ich erinnere mich nicht mal mehr. Ich muss nach Hause sofort. Nein, 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 es ist alles in Ordnung. Marissa passt auf Johnny auf und ich werde mich um sie kümmern. Außerdem, es ist nicht gut, wenn Sie in diesem Zustand rausgehen. Ja, es war... Oh, oh Mann.
Oh, warten Sie doch, ich... Ja. Trinken Sie ein bisschen, vielleicht hilft Ihnen das. Danke. Danke. Schon in Ordnung. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Ich dachte, vielleicht interessiert es Sie, was gestern so in der Welt passiert ist. Ganz besonders die Klatschspalte. Also hat man die Hochzeit abgesagt. Ja, niemand scheint genau zu wissen, weshalb. Vielleicht hat Cici herausgefunden, wie launisch Sophia sein kann und umgekehrt. Ich habe kein Mitleid mit den Capwells. Sie haben jegliches Unglück verdient. Es wird nicht das letzte sein. Brick, hören Sie, wieso setzen wir uns nicht einfach? Bitte. Na gut. Alles okay? Ja. Brick, ich möchte Ihnen etwas erzählen, was mir aufgefallen ist. Sie versuchen, sich auf das Niveau dieser Leute herabzulassen. So können Sie niemals gewinnen. Sehen Sie mich an. Ich habe versucht, mit deren Waffen zu kämpfen. Und ich habe mich dabei fast selbst zugrunde gerichtet. Wissen Sie was? Ich bin zu Cici gegangen und habe mich entschuldigt. Ich wette, das hat ihm gefallen. Nein. Es hat ihn völlig aus dem Gleichgewicht geworfen. Ich habe es zivilisiert und vernünftig gesagt. Und wissen Sie, wie er reagiert hat? Nein. Er hat mir zugestanden, dass ich Brandon besuchen kann. Santana, für Sie ist es leicht. Brandon ist in Ihrer Nähe. Aber ich werde Amy nie wiederbekommen. Nein. Aber Sie können vielleicht Ihre Selbstachtung wiederfinden. Ist das denn nichts? Kannst du nicht mal still sein und mir zuhören, Cici? Ich versuche es für jeden von uns so leicht wie möglich zu machen. Was ist das für ein Wisch, mit dem du mir vor dem Gesicht rumwedelst, Gina? Das ist eine Stellungnahme, die ich verfasst habe. Ich weiß, wie schrecklich es für dich wird, öffentlich bekannt zu geben, dass die Hochzeit nicht stattfindet. Ich weiß, Sophia geht es bestimmt genauso. Also habe ich mir gedacht, ich nehme auf eure Situation Rücksicht. Diese Erklärung brauchst du nicht wörtlich wiederzugeben, aber du solltest dich schon an die Richtlinien halten. Du bist so großzügig. Was soll ich also deiner Meinung nach sagen? Naja, ich denke, die wohl plausibelste Erklärung wären Probleme bei Amonti Industries. So hätte Sophia einen würdigen Abgang und könnte nach Italien zurück. Dann warten wir die 4-Wochen-Frist ab, auf die du bestanden hast. Und dann verkündest du, naja, dass du wachsendes Interesse an mir verspürst, dass wir verlobt sein und sogar schon Heiratspläne hätten. Ich glaube, mir wird gleich schlecht. Nun zur Hochzeit. Na, das wird was, sage ich euch. Nicht wie diese drittklassige Geschichte, die ihr gestern im Garten abgehalten habt. Nein, unsere hat Stil und Niveau. Stil und Niveau sind ein und dasselbe, Gina. Oh, es wird einfach fantastisch. Und die Flitterwochen. Oh, Paris zu zweit, wie romantisch. Ich glaube ehrlich gesagt kaum, dass man ganz Paris nur für Sie evakuiert, Gina. Sie sind nur neidisch, Sophia. Mir ist doch Sophia. Hoffentlich klar, dass ich keinen Moment vergeuden werde, um aus dieser Vereinbarung herauszukommen. Natürlich, was denkst du? Du willst doch nur in Ruhe das Videoband suchen. Deshalb bestehst du auf diesem Aufschub. Zum Glück hebe ich es an einem sehr sicheren Ort auf. Und auch für Sophia finden wir noch ein sicheres Plätzchen. Sie wird nirgendwo hingehen. Sie bleibt hier. Sie wird auch nicht nach Italien gehen. Wird sie nicht? Nein, wird sie nicht. Sie bleibt hier bei unseren Kindern, wo sie hingehört. Oh, komm schon, das ist doch nicht dein Ernst. Du behältst sie doch nicht wegen der Kinder hier. Du willst deinen Spaß mit Sophia haben, bevor die Hochzeit stattfindet und der Vertrag in Kraft tritt. Ich werde das auf keinen Fall unterstützen, aber ich bin ja nicht aus Stein. Nein. Ich denke, möglicherweise kann Sophia ins Gästehaus ziehen. Ich würde ihr das gewähren. Oh, wärst du. Dafür muss ich wohl auch noch dankbar sein. Ja, ich finde, Sie sollten es mal mit Bitte und Danke versuchen. Worte dieser Art können vielleicht noch sehr hilfreich sein. Ich muss jetzt los, aber ich komme wieder, wenn Brandon aus der Schule zurück ist. Oh, hätte ich fast vergessen, die Stellungnahme. Reiß sie nicht gleich in Stücke, bitte, Cici. Du musst schon einiges tun, um mich bei Laune zu halten. Wenn nicht, nimmst du Kelly die Freiheit. Das ist zweifellos die korrupteste, unmoralischste Art von Erpressung, die ich je erlebt habe. Was meinst du mit Erpressung? Sagen wir lieber, ich schütze mich selbst. So bekomme ich einen Teil dessen wieder, was mir gehört. Erpresser nennen das, was sie tun, immer gern bei anderem Namen. Gut, und wenn es sowas wie Erpressung ist und vielleicht auch nicht die perfekte Basis für eine Ehe. Ich denke, Cici verliebt sich wieder in mich. Denn wir wissen beide genau, dass Liebe und Hass nicht weit auseinander liegen. Es liegt doch völlig auf der Hand. Tatsache ist, du bist Ginas Achillesferse, eine, von der sie noch nicht einmal weiß. Hätte ich das bloß erkannt, bevor der Ärger anfing. Jetzt reicht's mir, hör bitte auf damit, ich habe keine Macht über Gina. Es sei denn, du hältst Hass für Macht über jemanden. Eine interessante philosophische Frage. Dann denk drüber nach, aber red nicht drüber. Und merk dir bitte, Hass ist das Einzige, was Gina und ich gemeinsam haben. Angenommen, es ist so, könntest du mir trotzdem das Band besorgen? Du bist doch nur deshalb hier in Santa Barbara, um Vergeltung an Gina zu üben, nicht wahr, Lily? Mehr oder weniger. Dann ist das deine Chance.
Deine Waffe ist wirkungsvoller als ein Maschinengewehr. Setz sie überlegt ein und du kannst Gina in Stücke reißen. Das ist ein schrecklicher Vergleich. Ist das nicht genau das, was du willst? Du musst nur sehr geschickt vorgehen, meine Liebe. Und dafür hast du ja mich. Wir werden sie zunächst einmal auf den Kopf stellen und dann so lange schütteln, bis das Band herausfällt. Als erstes wirst du sie mit der Wahrheit konfrontieren, was dich betrifft. Und dann musst du dich in ihr Vertrauen einschleichen. Oh, ich nehme an, du weißt doch schon, wie ich das anstellen soll, hm? Ja. Du setzt auf ihr Gewissen und auf ihre Sympathie. Und wenn sie dir erstmal vertraut und sie eine Verbündete braucht, Lily, voilà, dann bist du zur Stelle. Nein, bin ich nicht. Ich will ihr Vertrauen nicht. Ich könnte niemals so tun, als wäre ich ihre Freundin. Ich hasse sie und wenn die Wahrheit herauskommt, dann werde ich ihr das auch sagen. Fein, aber ich garantiere dir, es wird dir nicht allzu viel bringen. Noch niemand hat bisher bei Gina etwas erreicht, indem er sie beleidigt hat. Aber du hast die einmalige Chance, ihren leidenschaftlichsten Wunsch, ihr sogenanntes Lebensziel, zu vereiteln. Mach, was du willst, Lily. Aber lass dir diese einmalige Chance nicht entgehen. Ich hatte die Möglichkeit, aber ich habe es Keith nicht erzählt. Und wieso nicht? Weil ich nicht wusste, was ich ihm sagen sollte. Wieso nicht einfach die ganze Story? Weil einiges mehr zu der Story gehört, als das, was an jenem Tag passiert ist. Es ist nicht nur die Tatsache, dass ich den Rettungskräften nicht gesagt habe, dass Katie in Gefahr ist. Nein, ich frage mich, ob ich ihr wirklich wehtun wollte, als ich sie gezwungen habe, mich und Cruz zusammenzusehen. Das ist doch offensichtlich. Sie lockten sie an den Strand, Ihnen, damit sie euch entdeckt. Damit. Wieso? Wenn wir schon mal dabei sind, die Wahrheit zu sagen, dann lass uns doch... Alles, was ich an jenem Tag von ihr wollte, war, dass sie den Tatsachen ins Auge sieht. Dasselbe, was ihr jetzt gerade von mir verlangt. Und ich habe das Gefühl, dass sie mir nur schaden wollen, Eden, obwohl sie es natürlich abstreiten will. Sie sehen, ganz so einfach ist es nicht. Bevor ich zu Keith gehe und die Verantwortung übernehme, da will ich erst einmal wissen, wieso ich sie überhaupt übernehme. Ich denke, es würde Keith schon reichen, wenn sie die ganze Geschichte erzählen. Das reicht mir aber nicht. Was ist mit den Ohren? Die sind an einem sicheren Platz. Sie wissen ja wohl, dass Sie allein im Besitz des einzig konkreten Beweisstückes sind. Das du ihr gegeben hast, wenn ich mich nicht irre. Aus Vertrauen. Ich habe es so verstanden, dass sie dich da reingezogen hat und wieder rausholen wird. Wer übernimmt also die Verantwortung, Victoria? Würdest du bitte aufhören, sie zu bedrängen? Nein, werde ich nicht. Nicht, solange diese Geschichte weiterhin für Spannung zwischen uns beiden sorgt. Sie weiß doch nicht, was Keith schon alles getan hat. Also wer ist jetzt verantwortlich, Victoria? Ich habe doch gesagt, dass ich zu Keith gehen werde. Ich werde aber nicht zulassen, dass Tori allein mit dieser Sache dasteht. Wenn du es dir also zur Aufgabe gemacht hast, in Katies Namen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, dann musst du das tun, aber schließ mich da aus. Du hast doch gar nichts getan. Ja, richtig. Ich habe genau gesehen, was passiert und habe nichts getan. Ich habe den Mund gehalten und habe ihr auch dazu geraten, also bin ich mitschuldig. Einmal moralisch und dann laut Gesetz. Wenn sie zu Keith geht, dann tue ich es auch. Oh nein! Du hast mir doch erzählt, dass Keith eventuell Anzeige gegen dich erstatten könnte. Anscheinend hat dich das vor ein paar Minuten noch nicht interessiert. Dieser Tatsache solltest du vielleicht mal ins Keith Auge sehen. Keith würde deine Karriere ruinieren. Er würde dich ins Gefängnis stecken, wenn er könnte. Was versuche ich denn die ganze Zeit zu erklären? Der ganze Sinn bestand einfach darin, ihn loszuwerden. Das war ein Teil der Idee, der Teil, der dir gefällt. Aber du hast da wohl etwas zu kurzsichtig gedacht. Aber da du wieder mal so rechthaberisch reagierst, bringen wir es doch besser gleich hinter uns. Wollen Sie das etwa zulassen? Ich will ihn da nicht mit reinziehen. Eine Sekunde. Willst du damit sagen, dass du alleine mit Keith reden willst, ohne mich an deiner Seite? Ich denke, das kann ich dir auch beantworten. Ich möchte allein gehen, ja. Das werde ich nicht zulassen. Und ich glaube dir auch nicht. Wir treffen uns um 6 Uhr im Orient Express. Ich sorge dafür, dass Keith da ist. Bist du sicher? Ich stehe zu dem, was ich sage. Um 6. Also. Bitte tu es nicht. Das ist es nicht, was ich gewollt habe. Du wolltest der Sache ein Ende setzen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Hallo, Santana, meine Liebe. Kommen Sie rein, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Hallo, Santana. Sophia, wie ich hörte, haben Sie die Hochzeit abgesagt. Das war ja ein Schock. Ja, das war für alle ein Schock. Wieso erzählen Sie ihr nicht, weswegen der zweitglücklichste Tag Ihres Lebens ausgefallen wieso ist? Wieso hältst du nicht dein freches Mundwerk? Sophia hat gerade Ärger bei Amontis Industries. Wir haben entschieden, die Hochzeit zu verschieben. Ach ja, da habe ich aber was anderes gehört. Aber so will ich es. Die Hochzeit ist von uns verschoben worden, auf unbestimmte Zeit. Entschuldige mich. Was geht hier vor? Sie haben es doch gehört.
Ja, das habe ich, aber dass die Hochzeit aus geschäftlichen Gründen abgesagt wurde, ist ziemlich unwahrscheinlich. Tja, Santana, sowas kann schon vorkommen. Ich dachte, die zwei lieben sich so sehr, dass nichts sie auseinanderbringen kann. Vielleicht ist ihre Liebe doch nicht so groß, wie alle dachten. Außerdem sind sie schon zu alt, um Romeo und Julia zu spielen. Was ist mit ihnen los? Sie haben noch gar nicht versucht, mich zu beleidigen. Ich weiß wirklich nicht, was das für einen Zweck haben sollte. Was sie bisher nicht daran gehindert hat. Weswegen sind sie überhaupt hier? Ich wollte zu Brandon. Ist er hier? Oh, tut mir leid. Da sind sie wohl umsonst gekommen. Was wollen Sie damit sagen? Cici hat mir erlaubt, ihn zu sehen. Cici hat es sich anders überlegt. Er wird in der nächsten Zeit über einiges anders denken. Sie müssen sich schon mit mir gutstellen. Ich bin jetzt die Macht hinter dem Thron. Beziehungsweise auf dem Thron. Hi, Mom. Hallo, Liebling. Wieso bist du hier? Um dich zu sehen. Was denkst du? Sieh, wer gerade gehen will. Oh. Santana! Hallo, Schatz. Wie war's in der Schule? Komm, Brandon, verwickel Santana in keine große Unterhaltung. Sie hat's eilig. Ich habe im Moment nicht viel Zeit, Brandon, aber ich werde bald wiederkommen, okay? Heute Abend? Dann können wir doch zusammen Fernsehen. Das können wir. Nein, das geht heute Abend nicht. Santana ist sehr beschäftigt. Sie hat für sowas keine Zeit. Doch, für dich habe ich immer Zeit, Schatz. Das weißt du doch. Brandon, willst du nicht lieber in die Küche gehen und dort eine Kleinigkeit essen? Ja, gut, Mom. Bis bald, Santana. Auf Wiedersehen, Liebling. Gina, ich werde jetzt gehen. Aber ich weiß, dass hier irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und ich lasse nicht locker, bevor ich herausgefunden habe, was... Oh, Sie verbeißen sich gern in Dinge, nicht wahr, Santana? Genau wie bei Cruz und Keith. Vielleicht waren Sie eine Bulldogge in Ihrem früheren Leben. Sie können mich nicht provozieren, Gina. Nicht jetzt jedenfalls. Hallo. Hallo. Ich würde dich ja gern zum Essen einladen, aber seit man meinen Stern vom Himmel geholt hat, kann ich das nicht mehr. Ich bin arbeitslos. Warst du auf der Suche nach mir? Ja, so kann man das nennen. Ich horche nach dir, bin auf der Suche nach dir. Komm mit. Ich habe hier was Interessantes. Na komm schon. Bitte, nimm Platz. Was denn? Das ist, Was ist das? Katies Tagebuch. Ich dachte, es könnte dir vielleicht interessante Eindrücke über Mr. Castillo geben. Über den Mann, den du versuchst zu schützen. Ich möchte es nicht sehen. Ich denke doch. Doch, Tori, du willst es hören. Du willst doch wissen, was passiert ist. Was er mit meiner Schwester gemacht hat, während du in der Kulisse auf deinen nächsten Auftritt gewartet hast. Hier ist ein kleiner Auszug. Ich möchte es nicht hören. Das sind ihre persönlichen Gedanken. Er ist aber von großer Bedeutung. Hör zu. Liebes Tagebuch, ich bin heute wieder bei Cruz gewesen. Ich habe noch nie jemanden wie ihn gekannt. Die leiseste Berührung von ihm macht mich glücklich. Aber es ist nicht nur das. Schon das Zusammensein mit ihm lässt mein Herz höher schlagen. Aber heute Nacht war er so lieb zu mir. So warm. Und so leidenschaftlich. Doch. Mir ging es nicht anders. Da steht es. Das ist der Mann, den du in Schutz nimmst. Warum, Tori? Seinetwegen schiebt ihn dir die Schuld in die Schuhe. Hey, ich werde den beiden nicht glauben. Aber dafür werde ich dir glauben. Du hast ihn schon viel zu lange zur Seite gestanden, Victoria. Sophia, würdest du bitte damit aufhören? Du wirst nirgendwo hingehen. Was soll das denn, Cici? Du hast sie gehört. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir tun das für Kelly. Du machst es nur noch schwerer, als es schon ist. Ich kann nicht glauben, was hier passiert. Ich glaub's einfach nicht. Versteh doch. Wenn wir sie heimholen können, wenn wir sie entlasten können, dann ist es das doch wert. Denkst du denn, es fällt mir leicht zu wissen, dass Gina in deiner Nähe ist? Ach, Cici. Versprich mir eins. Versprich mir nur, dass du ihr nie den Rücken zukehrst. Ach. Nein, im Ernst. Du kannst dich gar nicht genug vorsehen. Diese Hexe ist zu allem fähig. Glaub mir. Okay. Ich werde dir niemals den Rücken zukehren. Aber du und ich, wir werden uns weiterhin sehen, weiterhin zusammen sein und weiterhin lieben. Ganz egal, was hier auch passiert. Cici, wie denn? Sie wird uns im Visier haben, uns keine Sekunde aus den Augen lassen. Sie wartet doch nur darauf, ihre Drohungen endlich wahr machen zu können. Das ist doch egal. Ich kann nicht. Ich kann nicht.
gar nicht. Sie kann jeden Moment reinkommen und uns überraschen. Ich fühle mich nicht sicher. Es tut mir leid. Ich räume das Feld. Das lasse ich nicht zu. Ich schaffe das. Ich schaffe das schon allein. Oh, tut mir leid, dass Ihnen niemand dabei helfen kann. Ich habe Cici schon oft gesagt, dass uns Personal fehlt. Es wäre doch wirklich ein Jammer, die Geschenke zurückzugeben. Ich werde die Kärtchen tauschen, dann können Cici und ich sie behalten. Ich bringe sie jetzt zur Tür. Ich wünschte, Sie hätten eine Vorstellung davon, wie sehr ich Sie verabscheue. Ich denke, das kann ich. Ich habe Sie genauso verabscheut, Sophia, als Cici mich hier ohne einen Fetzen am Leib rausgeworfen sie hat. Sie hatten es auch nicht anders verdient. Haben Sie das schon vergessen? Sie zogen sich doch freiwillig aus. Niemand hat Sie darum gebeten, aber wahrscheinlich ist das schon ein Reflex von Ihnen. Ich möchte, dass Sie einen Eindruck davon kriegen, wie es ist, erniedrigt zu werden. Wie es ist, wenn einem alles genommen wird, was man je geliebt hat. Als ich Brandon aufgeben musste, dachte ich, ich müsste sterben. Vielleicht bekommen Sie, während Sie da unten im Gästehaus wohnen und sich an die Hoffnung klammern, Cici eines Tages zurückzubekommen, einen kleinen Eindruck davon, wie es mir das ganze letzte Jahr ergangen ist. Mom, ich bin fertig. Oh, Engelchen, du siehst so gut aus. Jeder wird mich um dich beneiden. Wohin wollt ihr denn? Hast du Dad nicht gefragt, ob wir essen gehen können? Oh, ich bin sicher, er hat nichts dagegen. Dein Vater erfüllt mir jeden Wunsch. Komm, sag auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, mein Junge. Ach, ich sprach mit Sophia über die Hochzeitsgeschenke. Sie sagte, wir könnten die Kärtchen ändern und sie behalten. Gehen wir. Ich beobachte Sie. Ich werde ja wohl noch jemanden ansehen dürfen. Es ist die Art, wie Sie Lily ansehen. Jemandem insgeheim den Tod zu wünschen, verstößt nicht gegen das Gesetz. Gehen wir. Hallo, Santana. Hallo, Liebling. Mom, können wir uns da hinsetzen? Natürlich, wir können uns hinsetzen, wo du willst. Es ist schön, wieder mit dir auszugehen. Wenn du wüsstest, wie sehr du mir gefehlt hast, Brandon. Du hast mir auch gefehlt. Sowas wird nie wieder vorkommen. Du wirst sehen, es wird alles anders. Und ich werde die verlorene Zeit wieder gut machen. Ich hoffe, du denkst nicht, dass ich dich verlassen wollte. Das würde ich dem kleinen Jungen, den ich so liebe, niemals antun. Ich weiß, du hast mir gesagt, dass in deiner Wohnung nicht genug Platz für uns beide ist. Jetzt wird alles gut. Ich werde wieder zu euch ziehen. Und wir werden wieder eine Menge zusammen unternehmen. Ich werde die beste Mutter der Welt sein. Au! Ich bin gleich wieder da. Lily, was hat das zu bedeuten? Ich sagte, Sie waren in meinem Apartment. Was wollten Sie da? Wieso sitzen Sie hier am Nebentisch? Es ist richtig verabscheuenswert, wie Sie Ihr eigenes Kind belügen. Was? Wie bitte? Ja, ich meine Brandon, den kleinen, vertrauensvollen Burschen. Sie werden nie eine gute Mutter sein. Sie sind nicht mal ein anständiger Mensch, geschweige denn eine Mutter. Weswegen sind Sie sauer? Wegen mir und Mason? Denken Sie etwa, dass ich eifersüchtig sein könnte? Ich werde bestimmt niemals so wie Sie. Ich suche einfach nur nach einem Grund für diesen lächerlichen Gefühlsausbruch. Was ist mit Ihnen? Wieso sind Sie verärgert? Na und, ich bin nun mal verärgert. Wieso liegt Ihnen plötzlich etwas an Brandons Wohlergehen? Was bedeutet er es Ihnen? Es ist nicht Brandon. Es ist nur... Miss Lane? Ja. Ein Anruf für Sie an der Bar. Danke, danke. Ja? Tori, ich bin's. Es kann auch etwas dauern. Tut mir leid, ich wurde aufgehalten. Ich dachte mir schon, dass du Schwierigkeiten hattest, nachdem ich da war. Mach dir keine Gedanken. Keith weiß, dass wir uns in einer halben Stunde dort treffen. Er ist mir vorhin über den Weg gelaufen. Ich wusste nicht, ob du schon mit ihm gesprochen hast. Hast du es ihm gesagt? Nein. Nein, du hast doch gesagt, ich soll warten. Oh, gut. Halt die Stellung. Wir sehen uns in ein paar Minuten, okay? Ja,
begreife nicht, warum du nicht auf mich hören willst. Und ich begreife nicht, warum du nicht auf mich hören willst. Du bist in dieser Sache so verbohrt, dass du für Victorias Unehrlichkeit alles aufs Spiel setzt und dann wirfst du mir Unsicherheit vor. Es macht dir wohl Spaß, mich unsicher zu machen, denn du tust alles, alles, damit ich es bleibe. Ehrlich, Eden, du verlangst Unmögliches von mir und wenn du es nicht kriegst, dann ist es gleich ein Beweis, dass etwas zwischen uns nicht stimmt. Du siehst Gefahren für unsere Beziehung, wo gar keine sind, als wenn du nicht wolltest, dass es läuft. Ist es das? Hast du vor, alles zwischen uns zu zerstören? Nein. So kommt's mir aber vor. Wenn endlich einmal alles stimmt, wenn endlich einmal alles gut geht, findest du einen Weg, es schlecht zu machen. Ich möchte, dass du mir einen Gefallen tust. Ich will, dass du damit aufhörst, mich ewig mit deinen Eltern zu vergleichen. Meine Eltern haben mit dieser Sache deine überhaupt Mutter nichts zu tun. Deine Mutter hat dich verlassen. Und dein Vater hat dich weggeschickt. Ob du es glaubst oder nicht, ich werde so etwas nicht tun. Ich bin nicht hier, um mich von dir analysieren zu lassen, Cruz. Das ist nicht das Problem. Es ist aber ein Teil des Problems. Und der andere Teil ist, dass dir unfairerweise etwas Gefährliches und Hässliches aus meiner Vergangenheit aufgebürdet wurde. Und das hat in dir wieder diese Kindheitsängste hervorgerufen, nämlich verlassen zu werden. Mhm. Und es tut mir auch leid. Aber seit Victoria Lane in dieser Stadt aufgetaucht ist, tue ich nichts anderes als das, was du von mir verlangst. Schick sie weg von hier, sie soll verschwinden. Das bedeutet, eine Verbindung abzubrechen. Und das ist das, was ich die ganze Zeit versuche. Und was geschieht mit uns beiden, wenn Keith mit dir fertig ist? Ja, vielleicht hättest du dir das überlegen sollen, bevor du sie in die Ecke drückst. Hast du wirklich gedacht, ich würde sie das allein durchstehen lassen? Oh, das ist es also. Jetzt soll ich wohl bestraft werden. Es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, es geht nur um Tori. Komm nicht wieder an. Ich habe keine andere Wahl, als es auf meine Weise zu regeln. Und genau darum geht es dir doch, oder nicht? Es geht hier um deinen männlichen Stolz und dein überwältigendes Ehrgefühl, oder nicht? Du musst jetzt da raus und du tust das alles nur für Victoria. Denk doch mal lieber an uns. Soll ich dir mal was verraten? Ich wünschte, du wärst etwas menschlicher und dafür weniger perfekt. Dadurch würde uns allen das Leben erleichtert werden. Wo willst du denn? Du wirst mich nicht verlassen, niemals! Weil ich dir keine Gelegenheit geben werde. Nein, Briggs, Sie hätten sie mal hören sollen. Nicht nur eingebildet und selbstgefällig, so ist sie ja schon immer gewesen. Diesmal klang sie, ja, sie klang überheblich. Ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Ich wünschte, ich wüsste, was da vor sich geht. Sie hat etwas in der Hand gegen Cici. Und Sie erzählen, ich solle mich nicht aufregen. Diese Sache macht mich ganz verrückt. Es muss doch mehr dahinter stecken als ein kleines Problem bei Amanti Industries. Wissen Sie was? Ich habe das Gefühl, dass Gina Cici total in der Hand hat. Und vielleicht sogar Sophia auch. Oh, wen könnte ich denn fragen, auf welche Weise finde ich das heraus? Was ist mit der Lehrstunde von heute Morgen, dass man sie mit Höflichkeit und Ritterlichkeit zu Fall bringen kann? Ich kann Besserwisser nicht leiden. Das nächste Mal verbieten Sie mir einfach den Mund. Ich glaube, das ist das erste Mal seit langem, dass Sie gelächelt haben. Ja. Ich habe heute Lillys Gesicht gesehen. Sie hat gelächelt. Sie sieht mit ihren großen, verständnisvollen Augen aus wie ein Engel. Die Ähnlichkeit zwischen ihr und Gina ist in dieser Hinsicht frappierend. Ich erinnere mich noch an die erste Begegnung mit Gina. Wie konnte ich jemals glauben, sie wäre meine Freundin? Und das dachte ich wirklich. Noch gibt es leider kein Gesetz, das sagt, man muss seinen wahren Charakter zeigen. Mag sein, aber das tun wir doch auch nicht. Sehen Sie uns doch an. Ich habe mich früher nie als jemand gesehen, der blind vor Rachsucht ist. Mir geht es genauso wie Ihnen. Aber wir stehen hier und reden über nichts anderes. Gerechtigkeit fordern ist was anderes. Ist es das? Ich glaube fast, es ist nur ein netteres Wort für dieselbe Sache. Was nützt uns denn Gerechtigkeit, wenn wir zwei auf der Strecke bleiben? Es liegt an uns, das zu verhindern. Davon können wir gleich noch eins bitten. Also, bist du soweit? Nein. Aber was macht das schon aus? Ich habe ganz vergessen, dir zu erzählen, dass Keith Katies Tagebuch hat. Er hat mir eine Passage vorgelesen. Es ging dabei um dich. Er hasst dich, Cruz. Ein Grund mehr, ihm klarzumachen, warum das passiert ist.
Es wäre schon ein Fortschritt, ihn davon zu überzeugen, dass sein Versuch, einen Schuldigen zu finden, sinnlos ist. Vielleicht kommen wir so wieder zu unserem Frieden. Frieden? Der Gedanke, dass ich durch mein Verhalten einen Menschen vielleicht in den Tod getrieben haben könnte, ist für mich unvorstellbar. Unter diesen Umständen ist das leicht zu verstehen. Auch er wird keine Probleme damit haben, wenn er ehrlich ist. Dann lass uns auch ehrlich sein, ja? Du tust das nicht für mich oder für Keith oder aus schlechtem Gewissen, sondern nur wegen deiner Beziehung zu ihm. Ja, auch. Ich glaube nur deswegen. Nur deswegen? Ja, ich glaube, du bist nur mitgekommen, um ihm zu zeigen, dass ich diese Sache wirklich durchziehe. Aber das ist okay. Ich denke einfach nur, wir sollten beide wissen, wieso wir hier sind. Ich fürchte, in dieser Beziehung irrst du dich, Tori. Ich fürchte auch so einiges groß. Nicht die Schuldgefühle. Und nicht die Tatsache, Kies gegenüberzutreten. Es ist mehr der Verlust. Verlust von was? Ich bin gerade dabei, das Einzige zu verlieren, was ich in meinem Leben wirklich gewollt habe. Ich weiß nicht, ich habe keine sensationellen Ratschläge für dich, außer dass du den Mann nicht verlassen solltest, den du immer lieben wirst. Manchmal da denke ich, dass ich das alles nicht mehr ertrage. Aber du musst. Du musst einen Weg finden. Sieh mich an. Sieh mich an. Ich werde von Cici getrennt und fühle mich erbärmlich. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Was passiert mit dir und Dede? Ich meine, ich weiß genau, es geht um Gina, aber was hat sie getan? Ich würde gern mit dir darüber sprechen, nur steht zu viel auf dem Spiel. Aber eins sage ich dir. Ich hätte Gina stoppen sollen. Ich hätte sie von Anfang an härter bekämpfen sollen. Vielleicht hätte ich es dadurch verhindert. Ich habe gewusst, wie rücksichtslos sie ist, aber ich habe einfach unterschätzt, wie gefährlich sie wirklich ist. Eden, ich sage dir, kämpfe um Kuss. Kämpfe um ihn, nicht gegen ihn. Ja, ich weiß, manchmal tut man genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich möchte. Aber stoß ihn nicht weg. Manchmal weiß ich nicht, was ich tue. Ich nehme mir ganz fest vor, kein Wort zu sagen. Und dann fange ich doch wieder davon an. Cruz nennt mich selbstzerstörerisch, Mama. Mag sein, dass ich es bin? Lass ihn nicht recht behalten. Du kannst es verhindern. Ich weiß, du kannst es. Egal, was du tust, gib ihn nicht auf. Mama. Ich wünschte, du würdest mir erzählen, was passiert ist und weshalb du so wütend bist. Du hattest recht in jeder Hinsicht. Ich habe immer recht. Leider. Aber womit? Mit Gina? Ja, sie war im Orient Express mit Brandon. Als ich mit anhören musste, was sie ihm erzählt, hätte ich sie am liebsten gepackt und ihr alles gesagt. Aber du hast es nicht. Natürlich nicht. Was hat sie ihm gesagt, was dich so wütend gemacht hat? Oh, Mütterliches. Was für eine wunderbare Mutter sie ihm sein wird und wie viel Spaß sie haben werden. Sie hat gelächelt und Brandon auch. Es gibt etwas, das ich mein Leben lang vermisst habe. Dass auch ich von jemandem liebevoll in den Arm genommen werde. Jemand, der mich in den Schlaf singt. Ich kenne das leider nicht. Vergiss es einfach, was soll's. Lilly, vergiss, was ich will. Ich denke, es ist an der Zeit, dein Geheimnis zu lüften, oder? Nein, nein, ich hätte nie nach Santa Barbara kommen sollen. Es war ein Fehler. Geh nicht hin, das ist Gina. Woher weißt du das? Als wir uns vorhin im Restaurant begegnet sind, da konnte ich meine Gefühle nicht verbergen. Sie hat das gesehen. Ich glaube, deine Fantasie geht mit dir durch. Ich hasse es, wenn du mir nicht zuhörst. Sag dir, dass ich nicht da bin. Hallo, Mason. Oh, Gina. Was kann ich für dich tun? Ist Lilly hier? Könnte ich sie sehen? Und was willst du von ihr? Bist du ihr Privatsekretär? Mehr ihr Angriffsspieler. Ich führe die Auseinandersetzungen für sie. Wenn du also zu ihr willst, dann musst du mir schon sagen, warum. Ich habe heute mit Lilly geredet. Wir hatten uns getroffen. Es war nicht so sehr das, was sie sagte, sondern die Art, wie sie mich ansah. So, als ob sie drauf und dran wäre, mit etwas herauszuplatzen. Doch dann ist sie gegangen, Mason, ohne irgendeine Erklärung. Ich wusste, da verbirgt sich etwas Bösartiges hinter dieser Fassade, aber
Da steckt noch mehr dahinter. Was ist es, Mason, außer dass sie etwas verwirrt ist, meine ich? Sie ist da drin. Warum fragst du sie nicht selbst? Darling, verstehst du nicht? Wir müssen einen Ausweg finden. Wir dürfen nicht aufgeben. Es geht nun mal nicht anders. Es sei denn, wir kriegen das Band von Gina. Wir müssen tun, was sie sagt. Ich habe schon telefoniert. Ich ziehe wieder in mein altes Apartment. Wieso willst du von ihr wegziehen? Dann bist du ja noch weiter weg. Weil es um einiges besser ist, als das da unten im Gästehaus. Aber ich brauche dich. Weißt du das denn nicht? Ich kann das alles hier nicht ertragen, wenn du nicht in meiner Nähe bist. Es ist viel schlimmer für mich, hier zu sein. Findest du es besser, am anderen Ende der Stadt zu wohnen? Ja, denn dann muss ich nicht die ganze Zeit auf dieses Haus und dein Schlafzimmer sehen und mich danach sehen, in deinen starken Armen zu liegen. Oh, Liebes, mach's dir nicht so schwer. Wir haben auf alles verzichtet. Uns einander entsagt, um auf die Hochzeitsnacht zu warten. Und wofür? Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mir gewünscht habe, in unserem Bett von dir geliebt zu werden. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Zur Hölle mit Gina und zur Hölle mit den anderen. Ja. Schatz, ich liebe dich und nichts und niemand wird je wieder zwischen uns treten. Ich habe genug von Ihnen. Sie sind mir schon lange ein Dorn im Auge. Dann gehen Sie doch, solange Sie noch eine Chance haben. Soll das eine Drohung sein, Lilly? Ich habe versucht, Ihnen aus dem Weg zu gehen, aber ich werde Sie nicht los. Tatsache ist, ich habe alles versucht, ohne jeden Erfolg. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, sind Sie wieder da. Ja, wie Ihr schlechtes Gewissen. Oh, wie satt ich Ihr rechthaberisches Gefasel habe, Lilly. Was wollen Sie hier? Seit Sie in der Stadt sind, versuchen Sie nichts anderes, als mich in den Schmutz zu ziehen. Und als ich Sie heute im Restaurant sah, da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen, so haben Sie mich angesehen. Rücken, wo Sie doch nicht mal ein Rückgrat haben, Gina. Dass Sie hier sind, Lilly, und mir ähnlich sehen, das ist doch nicht zufällig. Nein, das ist Schicksal. Es ist ein Fluch, dass ich Ihr Gesicht habe. Wieso tun Sie nichts dagegen, zum Beispiel mit einer Gesichtsoperation? Ändern Sie es, wenn Ihnen mein Gesicht nicht gefällt. Sie haben so viele Gesichter, Gina. Wäre es nicht einfacher, wenn Sie ein anderes aufsetzen? Oh, ich habe es satt, dass Sie so tun, als würden Sie mich wer weiß wie gut kennen. Sie wissen gar nichts über mich. Und dieses blöde Spiel, das Sie hier veranstalten, unter dem Vorwand, mich retten zu wollen. Sie haben eine andere Absicht. Sie wollen mich zerstören, habe ich recht? Ja, Gina, ganz genau. Oh, ich bin froh, dass Sie jetzt zumindest zugeben, Lilly. Aber jetzt, wo es raus ist, könnten Sie mir doch auch sagen, wieso? Wieso? Sie wissen genau, was Sie mir angetan haben. Wovon reden Sie? Sind Sie verrückt? Ich habe Ihnen nicht das Geringste getan. Sie sind eine Lügnerin. Sie wussten es von dem Moment an, wo wir uns das erste Mal begegnet sind. Und dann behandeln Sie mich immer noch so schäbig, als ob Sie mir nicht schon genug angetan hätten. Wovon reden Sie etwa über Mason? Wollen Sie nicht endlich aufhören, sich dumm zu stellen und es zugeben? Ich weiß leider nicht, wovon Sie sprechen. Was meinen Sie? Ich bin deine Tochter! Sie bemitleidenswerte, arme, kleine Irre. Was wird hier gespielt? Ich glaube einfach nicht. Willst du etwa weiterhin lügen? Ich? Du warst es, der das hier provoziert hat. Ach so, jetzt verstehe ich, was hier gespielt wird. Ihr zwei habt also dieses Spielchen ausgeheckt. Das hätte ich mir denken können. Sag's ihr! Ja, sag's mir, Mason. Ist das wieder eine deiner bizarren Intrigen, mein Lieber? Ein geniales Komplott, mich in den Wahnsinn zu treiben. Ist das euer Ziel? Gina, Lilly behauptet felsenfest, dass es so ist. Weil es die Wahrheit ist. Lilly sagt, dass sie erleuchtet wurde. Ich frage mich nur allmählich, wovon? Ist bei Ihnen eventuell eine Sicherung durchgebrannt?
Sonst würden Sie nicht denken, dass ich auf diesen Unsinn reinfalle. Schluss damit. Was wollen Sie wirklich? Von dir nicht. Sei beruhigt. Es ist der Vertrag mit Cecile, richtig? Ihr denkt, ihr kriegt mich dazu, einen Rückzieher zu machen. Das ist es. Fehlanzeige. Das könnt ihr beide getrost vergessen. Du doppelzüngige, heuchlerische Schlange. Du bist das Ekelhafteste, was ich kenne. Wie kannst du es wagen, mich sogar jetzt noch im Stich zu lassen, indem du alles leugnest? Ich werde dich hassen, solange du lebst. Auch dann noch, wenn du in der Hölle gebraten wirst.